Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Okami, wo wir in der letzten Folge die Zuta-Ruinen... Ja, da sind wir reingegangen und wie wir sehen, diese Seerosenblätter funktionieren hier auf diesem Wasser nicht und ich schaue mich erst einmal hier um. Oh, das war knapp. Ah! Verdammt! Mach da nicht sowas mit mir. Da, hasse davon. Gib mir Glück. Aber zackig. Wie viel Glück habe ich denn jetzt? 196. Ein bisschen brauche ich noch. Jetzt wäre ich doch... Oh nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Ach ja. Das läuft ja ganz gut. So, das möchte ich bitte haben. Was haben wir hier? Stahlseelensake. Sake aus dem Geist des Stahls erhöht zeitweise die Verteidigung. Na wunderbar. Was haben wir hier? Noch eine Vase. Okay. Ist aber, soweit ich weiß, nur so ein Schatz. Ah, hier geht die Tür automatisch auf. Das ist wunderbar. Ah, da ist so ein Bäumchen. Da ist so ein Bäumchen. Hallo, siehst du mich? Bäumchen? Ah! Er wollte mich direkt schlagen. Na, noch nicht. Jetzt. Jetzt ist er benommen und wir bringen ihn zum Blühen. Das bringt uns auch wieder eine Menge Glück. Und das bringt uns eine Menge Yen. Wir könnten bald mal wieder in den Dojo gehen. Hier ist das Wasser aber normal. Ja. So, und wir bringen dich zum Blühen. Ich hätte gerne mal wieder eine normale Kamerasicht, aber es ist gerade nicht so möglich. So. Und ich würde gerne da rauf gehen. Hier geht das ja. So. Dann mal graben, graben, graben. Dittittittim. Noch mehr Glück für mich. Upsi. Wenn ich es denn richtig mache. So, danke schön. Das Wasser ist normal, aber hier sieht man auch den Grund nicht. Okay. Gab es hier sonst noch was? Sieht nicht so aus. Da musste ich Amaterasu auch erstmal schütteln. Wo bin ich hier? Das ist so interessant. So, zeig mal, was hier drin ist. Räuchergefäß. Brenner extra dafür gemacht, das feinste Aroma zu verbreiten. Zack, kann ich darüber. Ja. Ah, schau mal. Cool. Geheimgang. Eventuell. Da muss ich doch gleich mal nachschauen. Da hinten leuchtet nämlich was Schönes. Da, 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 da. Noch mehr Glück für mich. Ich stehe auf Glück. Wie viel brauche ich denn noch für meinen Magen? Na, noch ein bisschen. So, jetzt ist nur das Problem, dass ich nichts sehe und die Kamera nicht drehen kann. Darf ich sie jetzt drehen? Ja. Hier geht es nämlich auch noch ein bisschen lang, aber nicht viel. Okay. Okidoki. Dann weiter. Zack. Gibt es hier wieder irgendwelche Bäume? Nee, eine Cutscene. Die uns nicht sonderlich viel gezeigt hat. Sondern anscheinend nur, wo wir lang sollen. Okay. Machen wir, machen wir. Eine Kugel für den Teddybären. Aber die kriege ich hier doch nicht so einfach raus, oder? Oder der Teddybär ist jetzt auch hier. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich lasse die Kugel hier erstmal
den, glaube ich. Was ist das? Was zur Hölle? Hi! Na? Auch hier? Boah, der ist aber hart. Der ist aber hartnäckig. Der verliert ja kaum was. Okay, nun warte auf deine Chance, um deinen göttlichen Pinsel zu benutzen. Das Ding hat immer noch einen harten Hintern. Ich frage mich, ob du das Hinterteil öffnen kannst, bevor du angreifst. Öffnen? Das wird nicht funktionieren, Ami. Das Hinterteil beschützt es. Du musst das Hinterteil öffnen, bevor du angreifst. Vielleicht mit einer Bombe? Warte. Das Hinterteil öffnen. Hallo? Ich fummel den doch nicht am Popo rum. Hä? Okay, versuchen wir das Hinterteil zu öffnen irgendwie. Was macht der denn da bitte? So. Einfach einen Kreis drum machen? Dann fängt er an zu blühen. Okay. Das ist ja witzig. Das ist ja ein witziger Kollege. Das Hinterteil öffnen. Ich glaub's ja nicht. Ah, das Rote zeigt mir sogar, was für eine Pinselbewegung ich sogar machen muss. Alles klar, verstanden. Der ist ja drauf. Ich fand den lustig. Und das Bällchen wird jetzt zu so einer Kugel. Das schreit mir nach einer neuen Pinseltechnik. Da muss die nämlich bestimmt rein. Okay. Dann komm mal her, Bällchen. Man kann bestimmt doch irgendwie da oben lang gehen wieder. Ah, wir kugeln erstmal rum. Tata. Und damit geht... Ah, damit geht die Tür auf. Nice. Nice, nice. Oh ja, oh ja. Gleich zwei davon. Halleluja. Dann kugelt ihr mal rum. Na, du wirst doch wohl nicht auf mich springen. So, jetzt aber. Komm schon, aua! Ich mach erst den einen hier platt. Bleibst du wohl hier? Oh, ich wollte schnell nach vorne springen, aber im Kampfmodus ist das sehr zuschlagen. So, warte. Uah, warte doch mal. Jetzt habe ich diese Kugel zerteilt, okay. Gut, dann ist jetzt der andere hier dran. Sehr interessant, dieser Gegner, sehr interessant. Kann ich da vielleicht auch mit dem Kraftstreich einfach durchgehen? Ja, so in etwa. Okay. Trauben, lecker. Lecker. Oh, gibt leider nur so ein kleines Mini-Bäumchen als Belohnung. Ja. Yeah. Kann ich damit was anstellen? Das glitzert so komisch. Das glitzert so komisch. Na gut. Erstmal ein bisschen umschauen hier.
Aber hier gab es nichts weiter, ne? Sieht jedenfalls nicht so aus. Okay. Dann werde ich mal hier durchgehen. Was habe ich hier? Vergeltung. Jupp. Mehr gibt's hier nicht. Wozu war ich denn jetzt hier? Ich dachte, ich könnte hier voll die awesome Sachen machen, dass das Wasser wieder vernünftig läuft oder so. Aber davon sehe ich gerade nichts. Okay. Komme ich irgendwie hier hoch? Nein. Ich will irgendwie da hoch. Das geht bestimmt. Oder auch nicht. Da! Da ist so ein Teil, wo man sich eventuell mit einer Fähigkeit hochziehen kann oder so, aber die habe ich noch nicht. Okay, dann gehe ich erstmal wieder zurück und finde eventuell einen anderen Weg. Ach, Ami, los, lauf. Was? Hm. Das war jetzt hier für neue Gegner und eine Kugel rumschubsen quasi. Also eher nicht so erfolgreich, wie ich mir das erhofft habe. Jetzt bin ich hier. Aber wo kommt denn das Wasser her? Von da oben. Dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Da ist nämlich auch noch eine Tür. Das ist eine feste Wand, die Arme hat. Da hilft noch nicht mal dein harter Kopf. Hä? Hat sich die Wand gerade bewegt? Nee, unmöglich. Lass uns weitergehen. Was ist denn mit dieser weißen Wand? Sieht sehr fest aus. Hier kommen wir nicht weiter. Ich meine, ich glaube nicht einmal, du kannst da etwas machen. Lass uns einfach einen anderen Weg hineinfinden. Das Ding hat Arme. Einen anderen Weg hinein. Nee, da komme ich nicht rauf. Wie soll ich denn sonst hineinkommen? Das ist seltsam. Sehr seltsam. Hier haben wir Exorzismus. Hier komme ich noch nie im Leben irgendwo rüber. Ah, was für einen anderen Weg, bitte. Das weiß ich noch nicht genau. Mal sehen, was das Journal dazu sagt. Nee, hier ist das Bestiarium nur. Hier, verwandelt durch die bösen Kräfte von Orochi, beschreibt Issun diese Bestie folgenderweise. Vier Beine, die einer Knospe entspringen. Erschreckt mit Vorliebe Reisende. Die Knospe ist hart, aber die Frucht ist weich. Öffne die Knospe, um anzugreifen. Kraftstreich wirft die Frucht zurück. Genau wie bei den verfluchten Bäumen. Ah, interessant. Logbuch, Journal. Ume ist verloren. Ja, das wissen wir. Aus der Tiefe ein schreckliches Brüllen. Bin sofort raus. Ja, das hatten wir ja. Hart arbeitender Sohn. Ja, das... Prophezeiung.
Einen anderen Weg wüsste ich jetzt gar nicht. Vielleicht habe ich was auf der anderen Seite irgendwie übersehen oder so. Aber glaube ich nicht mal. Ich schau mal. Irgendwie muss das ja hier gehen. Ansonsten gehe ich vielleicht mal zu dieser Wahrsager-Tante. Eventuell. Ah, diese Wand ist echt komisch. Die hat Arme. Hier ist die Kugel. Ich würde gern irgendwie vielleicht da hoch, aber bringt mir ja auch nicht so viel, ne? Kann ich was mit dir machen? In irgendeiner Weise. Hier, mach mal kaputt. Nee. Warte, ich kann das anschauen. Wow, das ist aber ein großer Pilz. Irgendwie tut er mir ja leid. Es ist so dunkel und unheimlich hier. Ich wette, er würde sich besser fühlen, wenn er ein bisschen Sonnenschein hätte. Ah, an die Sonne habe ich gar nicht mehr gedacht. Guck mal, da oben ist wirklich was. Wenn man es gesehen hat. Okay, Sonnenschein. Von wo denn bitte? Ach, von da oben. So. An die Sonne habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Müssen wir in anderen... Wow! In anderen Räumen auch mal ausprobieren. Was ein fetter Pilz. Lass mich doch darauf. Der Pilz ist ja witzig. So, bis da hinten kann ich wohl nicht springen. Ah, wir haben ja so einen komischen Stein. Schau mal. Ah, ein Früchtchen. Hier ist noch so ein Stein. Mit ein bisschen Tinte, da kann man rein. Wo bin ich denn hier gelandet, sag mal? Bumm. So, der Durchgang ist dann mal frei. Dann können wir dann die nächste Folge durchschlüpfen. Und das war's erstmal für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.